Hallo, die Sonne scheint. Ich bin draußen im Garten, im Grün, im ländlichen Raum. Deswegen auch dieses vorproduzierte Video, denn live kann ich für euch nicht sprechen. Das würde die Leitung nicht aushalten. Ich möchte in den nächsten Minuten ein wenig über nachhaltigen Aktivismus sprechen. Was bedeutet überhaupt nachhaltiger Aktivismus? Für mich ist das etwas, womit wir zusammenbringen wollen, auf der einen Seite den Wandel, den wir im Außen, also in der Welt bewirken wollen, hin zu einer nachhaltigeren Welt. Wir wollen diese Welt transformieren und das ist eine Riesenaufgabe. Und auf der anderen Seite möchten wir ja auch selbst ein schönes Leben haben und soll es gut gehen. Und deswegen müssen wir uns um unser eigenes Wohlergehen auch kümmern. Und da ist immer die Frage, welche Tools können wir dafür gebrauchen, um dieses innere Gleichgewicht auch aufrechtzuerhalten, dass uns der äußere Druck nicht zerfrisst. Und somit möchte ich dann auch gleich zum ersten Punkt kommen, dem Dilemma, dem wir alle im Aktivismus begegnen. Wir möchten viel erreichen. Wir wollen das, weil wir zumeist sehr stark intrinsisch motiviert sind und das zeichnet auch unser Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsengagement aus. Und diese intrinsische Motivation ist natürlich gepaart mit einem äußeren Handlungsdruck. Das heißt, wir kennen die ganzen wissenschaftlichen Arbeiten und Statistiken. Wir müssen jetzt handeln. Jetzt müssen CO2-Emissionen eingespart werden. Dieser einen Seite, dieser starke Handlungsdruck und dieser starken intrinsischen Motivation steht gegenüber dieses Aufpassen auf das eigene Wohlbefinden. Und ist die Frage, geht das überhaupt beides zusammen? Können wir, ohne auszubrennen, etwas bewirken im Äußeren? Und meine These, das, was ich jetzt aus meinen ganzen letzten Jahren des Engagements mitgenommen habe, es geht nur, etwas im Außen zu bewirken, wenn dabei der Spaß nicht zu kurz kommt und ich im Inneren im Gleichgewicht bin. Das heißt, ich mich wohlfühle, ich zu meinen Werten und zu meiner Haltung stehe und nicht ich mich total abkämpfe, nur um ein Ziel zu erreichen. Und wenn ich es erreicht habe, kann ich mich gar nicht mehr darüber freuen, weil ich dann schon selbst ausgebrannt bin und gar nichts mehr vom Erreichen dieses Ziels selbst habe. Und da möchte ich euch jetzt in einem zweiten Punkt ein paar Impulse mitgeben. Was hat mir denn geholfen, um dieses Gleichgewicht im Inneren zu erhalten? Ich bin 2013 ungefähr ins Netzwerk N gekommen, habe mich dort gleich zu Beginn im Vorstand engagiert, bin so über meinen Freundeskreis, wie es ja uns meistens so geht, über bekannte Freundschaftsnetzwerke kommen wir in irgendein Milieu oder in eine Engagementform, ohne dass wir uns das manchmal sogar einige Jahre vorher hätten vorstellen können. Und so bin ich auch in dieses Netzwerk N gekommen, was ich damals in Erfurt sogar auch direkt in meiner Wohngemeinschaft im Wohnzimmer gegründet hat. Und davon ausgehend bin ich so Stück für Stück hineingewachsen. Im Studium habe ich nie was mit nachhaltiger Entwicklung und Umweltschutz oder all diesen schönen Fächern, die man jetzt ja glücklicherweise immer mehr studieren kann, habe ich kaum Module oder Lehrveranstaltungen zu diesen Themenfeldern belegt. Ich habe Politik, Wirtschaft, Kulturmanagement, Musik auch studiert, ziemlich interdisziplinär und generalistisch, aber nichts direkt mit dem Bezug zu meinem Engagement. Ich habe dann mich viele Jahre im Netzwerk N engagiert und parallel meine Promotion fertiggestellt. Das heißt, ich hatte morgens immer die Zeit bis nachmittags für die Doktorarbeit und nachmittags dann Telefonkonferenzen, kleinere oder größere Aufgaben oder andere auswärtige Termine für das Netzwerk N. Für mich fand ich ein sehr gelungener Ausgleich. Vielleicht kennt ihr das auch von euch, dass es für mich sehr bereichernd war, auf der einen Seite eine Doktorarbeit zu schreiben in einem Bereich, ich habe eine Kulturpolitikfeldanalyse gemacht. Und dieser Bereich hatte nichts erstmal mit meinem Engagement zu tun. Und das hat sich dann aber gleichzeitig ziemlich gut ergänzt, weil so hatte ich für beide Dinge immer wieder wechselseitig den Kopf frei und Lust darauf, anstelle meinem Leben nur einer einzigen Sache zu widmen. Aber nun zu diesem ganzen Punkt. Was hat mir geholfen für meinen eigenen nachhaltigen Aktivismus? Zum einen hat mir geholfen, mir persönliche Ziele zu setzen. Und diese Ziele betreffen in erster Linie nur mich und da kann jeder ganz andere Ziele für sich selbst definieren, aber mir hat geholfen, mir zu sagen,
Was will ich denn überhaupt in diesem Engagement erreichen und warum engagiere ich mich? Und am Anfang war es tatsächlich nur so, es war mein Umfeld und dieses Umfeld, wo ich dann hineingewachsen bin, was mir einfach unglaublich Spaß bereitet hat. Und das war mir sogar am Anfang viel, viel wichtiger als das Thema selbst. Erst Stück für Stück habe ich begriffen, als ich immer mehr Wissen und Erfahrung im Bereich nachhaltige Entwicklung gesammelt habe, dass das dann auch mich begeistert und so ein Feuer in mir entbrannt ist. Und so, würde ich sagen, war zuerst mein Ziel, Spaß zu haben, Freude zu haben, etwas in einer Gruppe erreichen zu wollen. Und das waren sehr, sehr lange Zeit die wichtigsten Ziele. Ich würde sogar sagen, bis heute ist das für mich immer noch wichtiger als dieses ganz große, abstrakte Ziel einer nachhaltigen, klimagerechten Welt, was wir natürlich fordern und wollen. Aber das ist für mich nicht die primäre Motivation in meinem Engagement. Und ich denke, da sollte sich jeder am Anfang auch bewusst sein, was möchte ich denn erreichen oder für Bedürfnisse befriedigen. Weiterhin hat mir sehr geholfen, darüber nachzudenken, welche Mittel möchte ich wählen, um diese Ziele zu erreichen. Bei mir war es dann durch Zufall, das Nachhaltigkeitsengagement, weil ich habe gemerkt, da kann ich ganz viel lernen, was mir in meinem Studium nie vermittelt wurde. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite konnte ich ganz viel lernen, wo ich dachte, das kann ich auch später in meinem beruflichen Leben ziemlich gut gebrauchen. Und das waren Dinge wie Moderieren Stück für Stück zu lernen, rhetorische Fähigkeiten zu erwerben, Programmierung mir Stück für Stück beizubringen, Webgestaltung, Design, Layout, solche Dinge. Wie kann ich mit Gruppen arbeiten? Welche methodischen Fähigkeiten braucht es, um überhaupt ein aktivierendes Format zu gestalten, sei es jetzt eine Diskussion oder ein Workshop oder sei es auch eine Vorlesung. Und da habe ich extrem viel mitgenommen beim Netzwerk N. Und diese ganzen Fähigkeiten, die ich erlernt habe, haben mir dann geholfen, meinem Ziel näher zu kommen. Ich möchte natürlich auch was bewegen. Bewegen heißt dann, ich möchte, dass ich an Hochschulen etwas in der Struktur verändere, dass diese nachhaltig werden. Und für mich wichtig war es auch, dass ich im Rahmen dieses Vereins, des Engagements selbst festlegen konnte, welche Mittel kann ich denn wählen, um meine Ziele zu erreichen, also Spaß und Freude zu haben und gleichzeitig natürlich auch eine nachhaltigere Hochschullandschaft mit zu initiieren. Und dieser Freiraum, der mir gegeben wurde, war einfach das, was ich gesucht habe. Weiterhin, ich glaube, ist es für mich extrem wichtig, mir Grenzen zu setzen. Und ich habe bei ganz vielen Menschen gemerkt, wenn sie es nicht schaffen, sich diese Grenzen, die ich gleich so auf drei Ebenen probieren möchte, kurz euch vorzustellen, wenn Leute es nicht schaffen, diese Grenzen sich persönlich zu setzen, dann breitet sich ein unwahrscheinlicher Stress und Druck in dieser Gemeinschaft, in dieser Bewegung aus. Oder diese Menschen fühlen sich selbst auch von ihrem eigenen Engagement überfordert. Und dann frage ich mich immer, können Sie denn da überhaupt noch Ihre Ziele erreichen und macht Ihnen das noch Freude, diese Ziele zu erreichen, wenn Sie sich selbst kaputt machen? Für mich habe ich die Entscheidung getroffen, das funktioniert nicht, ich muss mir Grenzen setzen. Und das war zum einen die zeitliche Abgrenzung. Ich habe jeden Tag meine Routine gehabt, innerhalb der Woche, teilweise auch am Wochenende. Ich konnte mir ja Wochenende auch legen, wann ich wollte und war damit auch ganz zufrieden in der Doktorarbeitszeit. Ich habe zeitlich abgegrenzt, welche Zeitslots sind für die Doktorarbeit reserviert, welche für das Engagement, welche für Freizeit, Freunde und so weiter. All diese Aktivitäten, die sonst ja noch das Leben bereichern. Auch Zeit für mich selbst zu haben mit allen möglichen Dingen, die mich so interessieren. Film, Sport, Freizeit, all das. Zu dieser zeitlichen Abgrenzung gehört natürlich auch, seine Aufgaben ganz gut zu planen und dann zu überlegen, welche Aufgaben möchte ich denn umsetzen, welche Aufgaben nehme ich denn in meinem Ehrenamt überhaupt an. Ich habe immer probiert, Aufgaben mir selbst vorzunehmen und anzunehmen, auch auf die ich Lust hatte, die mir Spaß bereitet haben. Und so konnte ich mir dann auch selbst immer wieder einteilen, wann und wie ich diese Aufgaben erfülle. Und ich glaube, das ist ein großer Schlüssel, selbst sich Zeiten, Aufgaben einplanen zu können. Weiterhin eine Grenze zu setzen, würde ich ebenso darauf beziehen, eine räumliche Abgrenzung. Ich habe mein Engagement immer zu Hause vorgenommen. Und das war der Ort, wo Engagement passierte. Dann natürlich in meinem Zimmer, am Schreibtisch und so weiter.
Aber die Doktorarbeit habe ich an der Uni geschrieben, in meinem Büro, was ich glücklicherweise auch als externer Doktorand bekommen konnte von der Universität. Und durch diese räumliche Trennung war das auch ganz gut alles in meinem Kopf getrennt. Und ich glaube, so gibt es immer wieder Möglichkeiten, verschiedene Tätigkeitsbereiche in seinem Leben räumlich unterschiedlich aufzuteilen. Und das hat mir wahnsinnig in den ganzen letzten Jahren geholfen, noch auf den verschiedensten Ebenen. Und die letzte Grenze ist die mentale Abgrenzung. Was meine ich damit? Dieses Dilemma, was ich anfangs beschrieben habe, geht ja davon aus, auf der einen Seite sind wir intrinsisch extrem motiviert, etwas zu bewegen. Wir wollen ganz viel schaffen in kürzester Zeit. Und diese Involviertheit kann aber gleichzeitig auch zum Problem werden, wenn man sich dazu zu viel auflastet, zu viel will und dadurch Stück für Stück die Lust und die Leidenschaft für das Thema verliert oder sich komplett ausgelaugt fühlen kann. Und da war es mir immer wieder wichtig, eine Distanz auch zu diesem Engagement zu schaffen. Teilweise war es eine sarkastische oder ironische Distanz auch zur nachhaltigen Entwicklung, zu bestimmten politischen Entscheidungen und so weiter. Das aber alles vor dem Hintergrund, mich selbst zu schützen, also nicht zu viel mir selbst aufzubürden an Entscheidungen, die ich nicht beeinflussen kann, die mich aber sonst total herunterziehen würden. Und mit dieser Distanziertheit teilweise zum Thema bin ich sicherlich auch immer mal angeeckt bei anderen Engagierten, die das also alles mit vollstem Herzen so mitgenommen haben und jede Entscheidung mal einen Stich ins eigene Herz. Aber das hat mir geholfen, im inneren Gleichgewicht in meinem Engagement selbst zu sein. Also sich mental abzugrenzen, natürlich dann dadurch einen anderen Umgang auch mit Stress zu haben und wirklich nur Stress an sich heranzulassen, positiven Stress, den man auch wirklich möchte. Ich habe mir einfach vorgenommen, ich lasse mich nicht von Dingen verrückt zu machen, weil am Ende probiere ich mir immer die Auswirkungen bewusst zu machen, ob ich jetzt eine Aufgabe heute oder morgen oder auch erst übermorgen erledige, spielt im Einzelfall nicht unbedingt die entscheidende Rolle. Die entscheidende Rolle ist, dass es mir gut geht mit meiner Aufgabe und dass ich mir meine Zeit frei und nach meinem Wohlbefinden entsprechend einteilen kann. Zu guter Letzt möchte ich noch kurz über Motivation sprechen, weil mich das auch immer wieder über die ganzen letzten Jahre beschäftigt hat. Denn mir ist aufgefallen, anfangs war ich im Netzwerk N ehrenamtlich eingebunden. Gegen Ende meiner Promotion habe ich angefangen, im Projektteam des Netzwerk N mitzuarbeiten, was ja einfach auch eine tolle Gelegenheit war. Wir haben Projektfördergelder bekommen und konnten dort unsere Formate, unsere Ziele umsetzen mit der Hilfe von ziemlich großen Fördergeldern. Und da hat sich das langsam verschoben. Noch ein Jahr war ich gleichzeitig im Vorstand ehrenamtlich aktiv, aber ich habe gemerkt, irgendwann nimmt das zu viel Zeit in meinem Leben in Anspruch, die berufliche Tätigkeit und das Ehrenamt. Das ist genau diese Abgrenzung, die ich dann nicht mehr schaffen konnte. Die zeitliche Abgrenzung zwischen all meinen Tätigkeiten, die ich in meinem Leben irgendwie organisieren möchte. Es wurde zu viel, weil nur noch dieses eine, dieses Netzwerk N und immer dieses Netzwerk N in meinem Leben präsent war. Und ich habe auch gemerkt, dass meine Motivation erstmal herunterging. Ich habe plötzlich Geld bekommen und allein dafür, dieses Wissen, ich habe einen Arbeitsvertrag und bekomme dafür Geld, hat meinen Bezug auch zu dieser Tätigkeit total verändert. Und ich sage bis heute, ich finde es total blödsinnig, dass Leute einen Arbeitsvertrag abschließen, ein bestimmtes Gehalt dort verhandelt haben oder reingeschrieben bekommen und dann Tätigkeiten ausführen. Für mich wäre es einfach viel, viel besser. Jeder würde einfach eine bestimmte Summe Geld im Monat zur Verfügung haben, bekommen und kann dann Inhalte mit Leben füllen. Und so habe ich immer wieder diesen Druck gespürt. Ah, jetzt musst du aber die Arbeitszeit auch wirklich teilweise absitzen. Natürlich, ungeachtet dessen, hat mir das alles total viel Freude bereitet, aber das war eine ganz andere Motivation, was auch heute immer mal wieder an mir knabbert, die Motivation wiederzufinden im Bewusstsein, ich habe da einen Arbeitsvertrag und ich werde bezahlt. Also es gibt eine Tauschware, meine Arbeitskraft, meine Fähigkeiten gegen Gehalt. Und ich glaube, das geht vielen so, dass dann das Engagement eher reduziert wird, wenn dann plötzlich Geld ins Spiel kommt. Und nun zu meinem Fazit, ganz kurz. Mit welcher Haltung kann für mich nachhaltiger Aktivismus gelingen? Und nach all diesen kleinen Notizen, die ich mir gemacht habe, habe ich für mich selbst festgestellt, es ist wichtig, die eigenen Fähigkeiten innerhalb
der eigenen Grenzen suffizient einzusetzen, also mit Maß. Und dann immer wieder zur eigenen Haltung zu stehen und sich nicht von anderen in bestimmte Aufgaben, Tätigkeiten versetzen zu lassen, drängen zu lassen oder unter Druck setzen zu lassen durch einen bestimmten Handlungsdruck, der uns ja immer wieder innerlich natürlich schon ausreichend, aber auch äußerlich und auch durch unsere Peer Group gesetzt wird.